YouTube. Willkommen bei Wolfgangs Eisparadies. Heute zeige ich euch mal, wie man mit so einer Triton Eismaschine ein super Malaga-Eis herstellen kann. Und zwar ist dieses Eis nichts für Veganer, nein, auch nichts für Diabetiker, nein, und auch nichts für laktoseintolerante Menschen, die keine Milch vertragen. Nein, das ist ein ganz normales, super leckeres Eis. Ach so, und Alkohol kommt natürlich auch jede Menge rein. Also, dann viel Spaß, schaut genau hin, macht es nach. Ich kann euch jetzt schon sagen, das Eis ist spitzenmäßig. So, was benötigen wir für das super Eis? Wir benötigen 200 Gramm Zucker. Da macht ihr noch 2 Tüten Vanillezucker mit rein. Dann benötigen wir 400 Milliliter Vollmilch. 400 Milliliter frische Schlagsahne oder Haarsahne könnt ihr auch nehmen, kein Problem. Dann selbst eingelegte Rosinen, Rumrosinen. Ihr könnt auch ein bisschen Rum noch dabei mischen, aber Rumrosinen gehören auf jeden Fall ins Malaga-Eis. Und wer es gerne noch etwas kräftiger macht, der nimmt doch hier ein bisschen Rumaroma mit rein. Das sind also die Zutaten. So, jetzt machen wir unsere Eismischung fertig. Dazu nehmt ihr einfach einen großen Behälter und gebt die Zutaten hinein. Zuerst die Sahne oder die Milch. Ganz so, wie ihr das wollt. Jetzt die Milch. Schön aufpassen, natürlich nicht kleckern. Dann gebt ihr den Zucker hinzu. Und das verrührt ihr jetzt erstmal ein bisschen. Hier nehme ich noch ein bisschen Rumaroma, weil ich liebe diesen Rumaroma. Und zu viel Alkohol ist natürlich auch nicht gesund, also helfen wir da ruhig ein bisschen nach. Ihr müsst nur darauf achten, dass das natürliches Rumaroma ist. Ja? Das ist ein kleines Fläschchen hier. Ich gebe ungefähr die Hälfte dabei. Ja? Also nur ein paar Tropfen. Fertig. So, wichtig ist, die Rosinen, die dürft ihr jetzt natürlich nicht mit in die Eismaschine reintun, weil die frieren euch sonst am Boden fest und an der Wand. Und das klappt dann nicht. Kurz vor Ende, wenn das Eis schön cremig ist, dann kommen die Rosinen dazu. Die Eismaschine von Terrington House trägt natürlich nur den Namen Terrington House von der Eigenmarke Metro. Es gibt baugleiche Maschinen von namhaften Herstellern, die möchte ich allerdings jetzt nicht hier sagen. Okay, wir haben diesen Eisbehälter. Den stellt ihr einfach rein in die Eismaschine. Dann haben wir hier den Quirl, den Rührstab, der wird auch bis zum Einrasten reingestellt. Das ist der Deckel, den machen wir gleich drauf. Und jetzt füllen wir unsere Eismasse in die Eismaschine. Ihr seht, 60 Minuten dauert das, bis das Eis fertig ist. Das werden wir natürlich überwachen. Es kann auch sein, dass das schon nach einer Dreiviertelstunde fertig ist. Jetzt starten wir die Eismaschine. Die fängt an zu rühren. Dann kommt der gefrostete Punkt und dann ist das Eis fertig. Jetzt gießen wir unsere Eismasse hinein. Schließen dann den Deckel und fertig. Jetzt warten wir natürlich, bis das Eis schön cremig wird. So, noch ein Tipp nebenbei, füllt den Eisbehälter nicht ganz voll. Also er fasst zwar 1,5 Liter, aber ihr sollt ungefähr also nicht die 800 Milliliter bis 900 Milliliter überschreiten, weil das Eis, das dehnt sich aus nachher und sonst läuft das über und das Ganze friert euch dann im Gerät feste.
viele sagen sich, Mensch, warum macht ihr so viel Zucker da rein? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil im gefrorenen Zustand ist das Eis nicht so süß, als wenn es aufgetaut ist. Das könnt ihr einfach mal probieren. Lasst euer Eis einfach mal auftauen, probiert die flüssige Eismasse, die ist sehr viel süßer. Also man möchte natürlich auch die Süße im gefrorenen Zustand haben, deshalb auch diese Menge Zucker. So, wie ihr gesehen habt, das Eis ist fertig. Wir entfernen jetzt vorsichtig den Quirl aus der Eismaschine, also nicht den Eimer, sondern nur das Rührgerät. Und ihr seht schon, wie super das Eis geworden ist, ein normaler Eis. Natürlich wollen wir das jetzt auch mal probieren. Bei der Eismaschine ist natürlich auch so ein Eisportionierer dabei. Ist aus Plastik, aber ich glaube, er erfüllt auch seinen Sinn. So, hier ist unser super Eis. Wir streuen natürlich noch ein paar Schokostreusel rüber fürs Auge, das muss sein. Ein Schirmchen bekommt das Eis auch noch. Ja, liebe Leute, das war das Malaga-Eis aus Wolfgangs Eisparadies. Viel Spaß dabei beim Nachmachen. Ich wünsche euch was, bleibt gesund. Ich kann euch sagen, es schmeckt super. Macht es einfach nach. Bis zum nächsten Mal, euer Network Spider. Ciao.